Liebe Studieninteressierte, herzlich willkommen zur Präsentation des Bachelor Sport und Bewegungsvermittlung in Freizeit und Breitensport, kurz SBV. Mein Name ist Daniel Klein. Ich bin Mitarbeiter und Lehrkraft in den Instituten für Outdoor-Sport und Umweltforschung sowie Sportdidaktik und Schulsport. Und ich bin Studiengangskoordinator des BA Sport und Bewegungsvermittlung in Freizeit und Breitensport. Ich wünsche viel Spaß bei der anschließenden Präsentation. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studienbewerberinnen und Studienbewerber. Mein Name ist Dr. Axel Kupfer und ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorstellung des Studiengangs BA Sport und Bewegungsvermittlung in Freizeit- und Breitensport, kurz BASBV, hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Zusammen mit meinen beiden Kollegen Dr. Stefan Türk und Dr. Daniel Klein darf ich den Studiengang leiten. Wir sind zusammen mit den im Studiengang eingesetzten Kolleginnen und Kollegen für die Organisation, die Durchführung und die stetige Weiterentwicklung des Studiengangs verantwortlich. Das Leitbild des Studiengangs BASBV macht deutlich, dass wir den begeisterten, leistungsbereiten und kreativen Sportlehrer bzw. Sportlehrerin suchen, die nach Abschluss seines Studiums in der Lage ist, sich den Arbeitsmarkt Sport durch sein im Studium erworbenes Profil selbst zu erschließen. Wie Sie auf den Fotos bereits entnehmen können, teilt sich der Studiengang BA Sport und Bewegungsvermittlung in Freizeit- und Breitensport in drei Berufsfelder: Outdoor-Sport und Sporttourismus, Individual- und Teamsport sowie Tanz, Bewegungstheater und Gymnastik. Für alle drei Berufsfelder gilt es, die gleichen übergeordneten Kompetenzen zu erwerben, nämlich Vermittlungskompetenz, Organisationskompetenz und Sozialkompetenz. Unabhängig davon, für welches Berufsfeld Sie sich im späteren Verlauf Ihres Studiums entscheiden sollten, Sie werden nach Abschluss Ihres Studiums vor Gruppen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern bzw. Gästen stehen, um diesen Sport, Bewegung und körperliche Aktivität zu vermitteln. Ziel des Studiengangs ist es also, den außerschulischen Sportlehrer auszubilden. Hierfür ist es notwendig, dass Sie zielgruppenorientiert und entsprechend des Bewegungsangebots kreativ unterrichten können, Vermittlungskompetenz, und dabei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Gruppen entsprechend führen und ansprechen können, Sozialkompetenz. Darüber hinaus sollen Sie in der Lage sein, Veranstaltungen durchzuführen, Risiko- und Sicherheitsmaßnahmen abschätzen zu können, sowie in Teilen kaufmännisch und evaluierend tätig zu werden, Organisationskompetenz. Ihr Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln ist in drei Studienjahre aufgeteilt. Nachdem Sie das Basisstudium im ersten Jahr abgeschlossen haben, wechseln Sie in den von Ihnen gewählten Studiengang, in diesem Fall in den BASBV. Das zweite Jahr dient der Berufsorientierung und ist durch theoretische Veranstaltungen in Vorlesungen und Seminaren in den Modulen zur Trainingssteuerung, Training und Gesundheit, zu gesellschaftlichen, historischen und sportpolitischen Fragen, Individuum und Gesellschaft, Politik und Management, Spielkonzepte und Spielkultur abgebildet. Parallel dazu belegen Sie sportpraktische Module in Kursform mit maximal 20 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern. Diese unterteilen sich in die Bereiche der Individual- und Teamsportarten, zum Beispiel Gerättouren, Leichtathletik, Schwimmen, Handball, Basketball oder Tennis, den Outdoor-Sport, Klettern, Radsport, Wasserfahrsport, Schneesport und so weiter und den Bereich Tanz- und Bewegungskultur. Großen Stellenwert für unseren Studiengang hat das Modul Lehren und Lernen. Hier werden Sie zunächst in einem sportdidaktischen Seminar auf das Vermitteln bzw. auf das Unterrichten von Sport und Bewegung vorbereitet, um im Anschluss in den lehrpraktischen Studien Ihre erworbene Vermittlungskompetenz unter realen Bedingungen im außerschulischen Bereich unter Beweis zu stellen. Hierfür halten wir ca. 30 Lehrungsgruppen aus den verschiedensten Bewegungsbereichen für Sie bereit. Vom Kinderturnen über ambitionierte Tennisangebote im Vereinssport bis hin zu erlebnisorientierten Angeboten steht Ihnen hier eine große Auswahl zur Verfügung. Nach Abschluss Ihrer Lehrübung werden Sie dann, ähnlich wie bei einem Unterrichtsbesuch innerhalb des Referendariats, in der realen Unterrichtssituation geprüft. Flankiert wird das zweite Studienjahr von den Modulen zu den Schlüsselkompetenzen, zu Sozial- und Medienkompetenz, die für alle Studierenden der sportwissenschaftlichen Bachelorstudiengänge an der Deutschen Sporthochschule Köln gleich sind. Im dritten und letzten Studienjahr findet dann Ihre individuelle Profilierung hinsichtlich Ihres selbstgewählten Berufsfeldes statt, indem Sie sich für Outdoor-Sport und Sporttourismus, Individual- und Teamsport oder Tanz, Bewegungstheater und Gymnastik als Profilvertiefung entscheiden. Flankieren können Sie diese durch die Profilergänzung. Diese bietet Ihnen die Möglichkeit, sich an Modulen aus den anderen sportwissenschaftlichen Bachelorstudiengängen zu bedienen. Sollten Sie beispielsweise auf eine Selbstständigkeit im Bereich Natursport abzielen, können Sie sich kaufmännische und Marketingkompetenzen aus dem Bereich des BA Sport, Medien und Kommunikation abholen.
Ebenso parallel ist ein sechswöchiges Pflichtpraktikum in dem jeweiligen Berufsfeld zu absolvieren, bevor Sie Ihr Studium mit der Bachelorarbeit abschließen. Wie bereits erwähnt, besteht der Studiengang aus einem sehr hohen sportpraktischen Anteil. Im Folgenden sehen Sie die Angebotsstruktur der Profilvertiefung in den drei Berufsfeldern. Beginnen möchte ich mit der Profilvertiefung Outdoor-Sport und Sporttourismus. Hier können Sie aus einem breiten Kanon an Outdoor-Sportarten wählen, zum Beispiel Bergsport, Paddel- und Rudersport, alpiner Schneesport oder Reitsport, um nur einige zu nennen. Je nach Bewegungsfeld bzw. Sportart werden Ihnen campusnah oder auch als Exkursion die Inhalte und Aspekte des Outdoor-Sports vermittelt. Jedes profilvertiefende Modul, beispielsweise Segel- und Surfsport, umfasst dabei zwei sportpraktische Kurse und ein zugehöriges Seminar. Die Studieninhalte der Profilvertiefung Individual- und Teamsport werden, wie in allen drei Berufsfeldern, als Wahlpflichtmodule angeboten. Neben den klassischen Teamsportarten wie Handball oder Fußball können Sie sich auch aus dem Bereich der Individualsportarten, beispielsweise Leichtathletik oder Gerättouren, etwas auswählen. Darüber hinaus werden auch ausgefallenere Sportarten wie beispielsweise Golf oder Beachsportarten zur Wahl gestellt. Für das Berufsfeld Tanz, Bewegungstheater und Gymnastik ist ein ebenso breites Angebot vorgesehen. Die Bewegungsfelder Bewegungstheater, Tanz und Gymnastik sowie körperorientierte Trainingsmethoden bilden den Rahmen und bieten den Spielraum für Improvisation und Performance. Hier sehen Sie nochmals den Studienverlauf. Wie Sie der Übersicht entnehmen können, werden die profilbildenden Inhalte, wie ich sie eben vorgestellt habe, von den Modulen der Profilergänzung flankiert. Der Angebotskanon der Profilergänzung unterteilt sich dabei auch wieder in theoretische und sportpraktische Module. Die Profilergänzung Praxis umfasst ca. 30 Angebote. Darunter finden sich Wahlmodule zu Adventure Education, Gesundheitssport, Rückencoaching, Sporttauchen, Radsport, Beachsport und vieles andere mehr. In der Theorie finden sich für die profilergänzenden Module aktuell etwa 20 Angebote, zum Beispiel Management und Marketing, Sport und Umwelt, Public Health, Sport und Ernährung oder Sport und Recht. Wie bereits eingangs beschrieben, zielt das Studium des BA Sport und Bewegungsvermittlung auf den Erwerb der Vermittlungskompetenz im Bereich Sport und Bewegung. Demnach werden die Studieninhalte auch sehr anwendungsorientiert in sportpraktischen Kursen, Seminaren und Vorlesungen sowie Lehrübungen vermittelt. Die Überprüfung der individuellen Lernziele erfolgt über verschiedene Prüfungsformen. Sportpraktische Prüfungen zum Beispiel, Klausuren und/oder mündliche Prüfungen, Präsentationen sowie eben den genannten lehrpraktischen Prüfungen, in denen Sie Ihre Vermittlungskompetenz unter Beweis stellen müssen. Zur Erweiterung Ihrer inhaltlichen und vor allem Ihrer interkulturellen Kompetenzen bietet Ihnen die Deutsche Sporthochschule Köln Möglichkeiten zum Auslandsaufenthalt. Innerhalb Europas stehen Ihnen über 40 Partnerhochschulen über das Erasmus-Programm zur Verfügung. Weltweit bestehen sogar über 60 Hochschulkooperationen bis nach Übersee. Mit Blick auf die Tätigkeitsfelder und Ihre Tätigkeitsschwerpunkte in Ihrem späteren Berufsfeld fällt auf, dass unabhängig von Ihrem gewählten Berufsfeld oder Ihrer gewählten Profilvertiefung die drei eingangs genannten Kompetenzen Vermittlungskompetenz, Organisationskompetenz sowie Sozialkompetenz wiederkehrend auftauchen. Nach wenigstens 6 Semestern haben Sie es dann geschafft. Sie sind Sportwissenschaftler oder Sportwissenschaftlerin und haben Ihr Zeugnis in der Tasche. Was jetzt? Neben dem direkten Berufseinstieg stehen Ihnen an der Deutschen Sporthochschule Köln unterschiedliche Möglichkeiten zur Weiterqualifikation zur Verfügung. Mit den Masterstudiengängen MA International Sport Development and Politics und dem Master Sporttourismus und Destinationsmanagement stehen Ihnen direkt 2 konsekutive Masterstudiengänge zur Verfügung. Beide Studiengänge stehen aufbauend auf dem BA Sport und Bewegungsvermittlung in Freizeit- und Breitensport. Liegt Ihr berufliches Interesse mehr im Gesundheitswesen, steht Ihnen der Master Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsmanagement zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Deutsche Sporthochschule Köln sogenannte Weiterbildungsmaster an. Hier kann der Master Tanz, Vermittlung, Forschung, künstlerische Praxis oder der Master Olympic Studies für Sie interessant sein. Was allen Absolventinnen und Absolventen gemein ist, ist die große Leidenschaft für Sport und Bewegung und die intrinsische Freude und Motivation, diese wiederum an Dritte weiterzugeben und Menschen zu bewegen. Deshalb möchte ich mit einem Zitat des Zukunftsforschers Matthias Hawkes enden, der darauf hinweist, wie wichtig das Herausfinden der eigenen Leidenschaft und des eigenen Talents ist. Nur wer sich selbst kennt und authentisch für sich und seine Sache steht, hat gute und große Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.